Willkommen zurück zu Tales of Vesperia. Wir sind jetzt auf dem Weg zu Alexei, beziehungsweise zu diesem Ding, was da aus dem Wasser gestiegen ist, zu dieser Ruine oder was auch immer. Oh cool, hier ist sogar eine Höhle. Okay. Ja, gibt viele coole Sachen, aber die sind mir aktuell relativ egal, denn wir wollen hier mit der Story irgendwie fortfahren. Und das ist auch aktuell sehr spannend. Ich meine, Alexei, der da dieses riesen Blastia-Teil aus dem Meer geballert hat, den müssen wir jetzt finden. Ich habe mir eine Zusammenfassung hier gelesen, dass es wohl hier in der Südküste, an der Südküste, das wäre dann irgendwo hier, müsste ich jetzt drauf zu. Ah, da ist es schon. Okay, ich dachte, das ist ein bisschen schwieriger zu finden. Und hier wollen wir jetzt hin. あれがザウデか。でかいな。なんか指輪みたいな形だね。あれ指にはめられるやつなら確かに世界を支配できるかもね。アレクセイの指には絶対はめさせないのじゃ。見つからずに済むかな。ちょっとあれ。フェロ。 ほどの力を持ったエンテレ・ケイヤはほとんどいないのに。それが手も足も出ないだ。どんだけやばいのよあれ。エアルレベルで干渉して再構成したのよ。なんて処理能力。あれがアレクセイの求めた力なのか。低空で侵入しよう。フェローには悪いが今ならアレクセイの目は上向いてる。フェロー、ありがとう。 戦う前に聞きたいんだけど、あの騎士団長どれくらい強いのかしら。さっきの陛下の時代に御前試合で優勝して、それが元で騎士団に推挙されたって聞いてます。おさも一度だけ手合わせしたけど、3分もたなかったわよ。彼の場合、名前だけじゃない、騎士団の頂点に立つにふさわしい実力の持ち主だったんだ。騎士団最強と考えた方がいいんかな。それにあっちは親衛隊がついてるしね。 ネガティブなネタばっか。何？こっちには全員のモスがある。それに僕たちは旅の中で力を合わせてきたんだ。ああ、親衛隊なんかより結束力あるぜ、きっと。親衛隊は OK ね。でもようやくこれで五分と五分ってとこ。アレクセイに対しては注意してもしすぎるってことはなさそうね。油断は間違いなく命取りになるだろう。ええ、 Okay, es war eine coole Zwischensequenz. Wieder einmal. Und Fero kümmert sich wohl von oben um das Teil. Obwohl auch er nicht wirklich eine Chance hat, wie wir gesehen haben. Dann bleibt uns nur der Weg von unten. Der immerwährende Schrein von Zaude. しかし近くで見るといよいよでけえな。これ全部で一つのブラスティア？信じらんない。きっと世界のみんなを脅すためのホブローブラスティアなのじゃ。きっと想像を絶する力でしょうね。ねえ、あれ船だよ。騎士団でしょうか。いえ、そんなに早く来れるとは思えません。
親衛隊でしょ。ってことはだ。やっぱ入り口固められてるわ。船虫みたいにゾロゾロいるのじゃ。あれくらいならまとめて吹っ飛ばせそうよ。慌てんなって。そういう派手なのは俺たちの役目じゃねえ。他に入れそうなとこがないか探そうぜ。Okay, hier komme ich wahrscheinlich wieder raus einfach aus dem Gebiet. Ah, cool, da müssen wir anscheinend sogar lang. Ist ja auch ziemlich cool. Ah, hier wäre unser Schiff gewesen. Also das hier vorne macht wohl gar keinen Sinn. Mal schauen, wahrscheinlich kommt jetzt gleich eine Textbox, die mich daran hindert, hier lang zu gehen. Ja, das habe ich mir gedacht. Aber wir haben den anderen Weg ja gerade durch mehr oder weniger Zufall gesehen, eine Plauderei. So, Eva, Hero, Aero, Kyushu, Stetakedo.あれも安定させるため？こんな時までご苦労さんね。多分違うわ。エアルを吸収してザウデの機能を止めようとしてたんじゃないかって思う。それでアレクセイのやろうとしてたことを妨害しようとしてたってこと？そう。でしょ？あら、私？何の話かしら？ふん、もういいわよ。でも中に入っちゃえばこっちのもんだよ。このまま一気に止めちゃえ。簡単に言うわね。仕掛けも親衛隊もてんこ盛りなのに頼もしくていいんじゃないの。本当にそう思ってる？フェロー、大丈夫かしら。 Gut, dann laufen wir jetzt hier lang. Haben hier den Speicherpunkt, den nutzen wir. Wahrscheinlich dürfen wir gleich eines dieser, das eine Gitter hier irgendwie aufdrücken, wie auch immer, und dürfen uns da reinschleichen.風が流れてる。通風口だな。それなら僕の出番だね。ここから入るつもりかい。騎士様にはちょっとふさわしくないかもしれねえけどな。リタ、そんなに心配しないで。別に心配なんかしてないし。どう見ても心配してるわ。じゃあの。なあ、もううるさい。開けなさいよ。うるさいのはお前だ。開いた。お見事じゃ。Sehr gut, dann gehen wir da jetzt mal rein. Wir sind auch drin. Ei, und das sieht auch schon wieder sehr rätselhaft aus. Da oben rechts haben wir direkt eine Kiste. Natürlich auch interessant. Was bist du? Das Weihwasser wird vom Himmel regnen, wenn dem roten Stein die Macht der Schöpfung eingehaucht wird.Schade, ich dachte drauf schießen. Okay, Weihwasser vom Himmel und roter Stein. Das können wir uns ja soweit merken. Okay, bin mal gespannt, was hier für Gegner rumlaufen und wie stark sie sind. Eine Treppe, die kaputt ist. Da haben wir nochmal so ein Steinchen. Da vorne ist auch ein Stein, nur kann ich nicht sagen, was der macht. Da geht es nochmal nach links, hier geradeaus der Stein, dann nach rechts. Okay, da komme ich aber nirgends zur Kiste, anscheinend von da oben.Okay, dann wollen wir jetzt mal hier langlaufen. Prüfen kann ich aber nichts machen, weil irgendwie ein Stein fehlt. Denke ich mal. Okay, wir können nach rechts oder links. Ich gehe nach rechts, weil da oben eine Kiste ist. Das hier ist schon sehr mysteriös hier. Wir hatten kein wirkliches Intro zu dem Ganzen. Wir wissen nicht, was wir jetzt tun müssen. Und machen halt einfach mal. Ironna Brastia o mitekita ga, koko wa mata kakubetsu da ne.これがゲライオス文明の末期に作られたのであれば、技術の集大成なのかもしれないわ。ニョルゾで見たレリーフの建物がこのザウデなら、その可能性は高いよね。世界を破滅に導こうとした最悪、星はみと何か関係があるんでしょうか。本当にゲライオス文明の末期に作られたんなら、星はみを抑える力を持ってるのかもしれないわ。それでレリーフに残されてるってか。筋は通ってるが、フェローの言葉が引っかかるな。ザウデには触れるなって。まあ、考えたところでわかんないんだし、進むしかないでしょ。Okay, dann versuchen wir jetzt mal rauszufinden, was hier so Sache ist. Oh wow, ich komme hier nicht lang? Oh. Okay, das ist natürlich jetzt sehr merkwürdig. Ja gut,
Dann bleibt jetzt eigentlich nur noch ein Weg. Und das wäre dann der linke. Das ist irgendwie sehr merkwürdig, aber... Gut. Müssen wir mitleben. Oder ich habe was übersehen. Das kann natürlich auch sein. Gut, wir sind jetzt hier. Hier ist eine Treppe, die aber... auch kaputt ist und uns nichts bringt. Ich sehe bis jetzt noch keine Gegner. Ich sehe da oben nochmal eine Truhe. Ich sehe da sehr, sehr viele Truhen. Jetzt sind wir auf der Seite, okay. Aber auch hier eine Treppe kaputt, das heißt, ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich da oben an die andere Truhe kommen soll. Das ist alles schon sehr, sehr merkwürdig hier. フェローみたいなおっかないのがザウデには触れるなとか言うと意味深よね。どうせならもっと分かりやすい言葉で言ってくれればいいのに。確かにな。あれがそんなヤバいもんなら出し惜しみしてる場合でもねえだろう。 フェローもフェローなりに悩んだ結果選んだ言葉なんじゃないかしら。わざわざ忠告してくれたんだから少しは気にかけてくれているんでしょう。フェローもちっとは丸くなったってことか。ええ。Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist jetzt nur eine Vermutung, aber es wirkt auf mich aktuell so hier in dem Dungeon, dass die Aufgabe des Dungeons sein wird, das Dungeon irgendwie wieder aufzubauen, sprich irgendwie die Zeit zurückzudrehen, wenn ihr wisst, was ich meine, dass wir die Treppen und so weiter reparieren können, weil hier kann ich jetzt zum Beispiel auch nicht hoch. Ja, und ich wüsste nicht, wie wir das schaffen sollen, und da ist aber eine Truhe. Das heißt, irgendwie müssen wir Sachen rekonstruieren oder wahrscheinlich auch die Zeit zurückdrehen, weil hier sind auch keine Gegner. Ich denke mal, wenn es sowas gibt wie Zeit zurückdrehen, dann würden die Gegner auch wieder zurückkommen, die einst mal hier waren. Ich denke, irgendwie würde das Sinn machen. Wir haben noch eine Plauderei, heilige. Für mich würde das so Sinn machen. Ich bin mal sehr gespannt, was es gleich sein wird, weil ich vermute mal, wir müssen die Truhe da nehmen und da ist wahrscheinlich der Stein drin oder irgendwas, den wir dann brauchen für diese komische Statue draußen. Nanka, Fren mitteruto sa, hontou ni Kishida no taichou tte kanji ga suru kedo, Reiben ga Kishida no taichou datta sugata tte nanka souzou dekinaku nai? Ano ossan ni ussankusai ora ga tadayotte iru ijou, muri ne. Ara, Reiben toshite furumau tameni 騎士としての品を隠しているだけかもしれないわよ。あのおっさんにそんなものがあるとは到底思えないわ。ふう、ふう。シュバーン隊長は威厳ある素晴らしい人だった。その腕を認められ、常に極秘任務についていたからね。騎士団の中で隊長の名を知らない者はいないし、任務に忠実で凛とした立ち居振る舞いに憧れる騎士も多い。え、そうなの？ それに厳しい反面、部下思いの優しい一面を持っているから、部下からの信頼はとても厚いんだ。そうね。部下の3人を見ていれば慕われているのがわかるわ。なんか聞けば聞くほどあのおっさんには程遠いわね。だからおっさんはシュバーンじゃないって言ってるでしょ。あんたいつからいたの。まったく、人が聞いてないと思って好き勝手言ってくれるわ。でも時々 会話にシュバーン隊長らしい言葉が含まれていますよ。シュバーン隊長としての品格も密かに持ち続けておられるんですね。そういうの勘弁してよ。Okay, dann schauen wir uns das hier mal an. Mit den Truhen kann ich alle irgendwie aufmachen, das wäre ziemlich cool. Dann würde ich erstmal hier anfangen. Wir nehmen alles mit, auch wenn wir schon maximale Items haben. Noch 15.000 Gold sind dabei gewesen. Ein Mondgewand für Rita, 20.000 Gold. Noch ein Gewand, aber das ist mir ziemlich egal für die beiden. Okay, für Rita war was dabei. Ein Mondgewand. Ist sogar besser. Und eine ziemlich gute Magieverteidigung. Deswegen nehmen wir das auf jeden Fall. Jetzt schauen wir uns mal die Truhe an. Kugel von Zaude. Ein im Schrein von Zaude gefundener Edelstein. Er fiel aus irgendeinem Grund vom Podest. Ja, und ist dann auch aus irgendeinem Zufall in einer Truhe gelandet, die sehr weit entfernt von der Statue ist. Oder vom Podest. Aber wir haben den Stein gefunden. Also wie ich es vermutet hatte, hat da wirklich was gefehlt. Ich meine, das war jetzt nicht so schwierig drauf zu kommen. Aber jetzt bin ich gespannt, was passiert, wenn wir ihn einsetzen. ん? 何書いてんだ、これ。アイテムか?
コレクター図鑑です。こんなにたくさん埋まったんですよ。おお、ずいぶん書き込んだな。お前本好きだしな、頑張って。全然ね。私の見たところ、そうね、まだ半分程度ってとこかしら。半分？もっともっと精進して、またいらっしゃい。いつかいっぱいにして、リタをギャフンと言わせてあげます。もともとこれってリタの図鑑だったんじゃなかったか？ Okay, wir haben das Ding eingesetzt. Ich habe jetzt noch nicht drauf geschossen. Fällt mir gerade auf, weil ich glaube, ich muss noch drauf schießen, bestimmt. Ah, gut. Oh, ach so. Okay, das macht das Ganze natürlich noch interessanter, weil jetzt der Wasserstand gestiegen. Ach so, es wird nichts reproduziert, aber Wasserstand steigt. Das ist natürlich jetzt auch... Ach klar, weil wegen Wasser, das hat die andere Statue ja gesagt. Jetzt natürlich das Interessante, wenn ich jetzt eine Kiste hier vergessen haben sollte, auf niedrigerem Stand, dann habe ich jetzt wahrscheinlich Pech gehabt, ne? Ach, und jetzt haben wir da oben Gegner, okay. Oder kann ich das wieder... Moment, Alter, ist das... auch schwierig. Oh, verdammt, ich wollte auf ihn schießen. Okay, jetzt haben wir auch Gegner. Falsche Person. Frippede, magisches Auge. Lass mal Gegner anschauen. Ungefähr unser Level, 20.000 Leben halt. Wie wir es gewohnt sind, beziehungsweise 30.000 Leben. Ja, aber kennen wir alles mittlerweile. Jetzt haben wir wenigstens Estelle wieder mit dabei. Bin auch gespannt, ob sie dann auch ihre Magie benutzt. Was ziemlich cool wäre. Und dann haben wir wieder Heilung mit dabei. Ordentliche Heilung zumindest. Ich weiß gar nicht, ob ich bei ihr noch die Art nochmal umändern muss, was sie benutzen darf und was sie nicht benutzen darf im Kampf. Sieht aber nicht so aus. Sehr schön. Neues Arte erlernt. Auch nochmal Heilung, so wie es aussieht. Das kann sie gerne so weitermachen. Ja, es fühlt sich schon wesentlich besser an, so zu kämpfen. Mit einer Heilerin kann man wesentlich unbeschwerter kämpfen. Leben-san. Was ist das, Wakamono? Ich möchte nicht mehr mit dem Kampf berühren, aber... ...同じ騎士として聞かせてほしいことがあるのです。どうしてシュバーンはアレクセイに従ってたのかって。シュバーン隊長ともあろう方がアレクセイの行為を悪と見抜けないほど盲目だったとは思えません。買いかぶりすぎでしょ。シュバーンは何も考えない空っぽなやつだったのよ。手駒にされようがなんだろうが与えられた任務をやるだけ。本当のシュバーンは10年前死んじまってたのさ。こんな状況になってもそれは変わらなかったと。さすがにあんなでかいブラスティアが出てくるとは思っちゃいなかったけど、それでも最後までアレクセイに従ったかもね。まあ本当のところはもうわからんけど。あなたが今決着をつけようとしているのはレイヴンとして生きると決めたからですか？こんな俺のことに本気になってくれる奴らがいたもんでね、死ぬに死ねなくなっちゃったのよ。けど生きるんならシュバーンがやったことのけじめをつけないわけにはいかないでしょ。いい出会いがあなたを変えたんですね。そんな大げさなもんじゃないって。 So, mal schauen, ob ich jetzt den Wasserstand wieder umändern kann. Kann ich tatsächlich. Okay, also wäre das schon mal kein Problem. War jetzt auch nur ein Test, weil jetzt setze ich den Stand wieder hoch und versuche dann über die anderen Kisten irgendwie einzusammeln. Weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schaffen kann. Weil hier rechts kann ich nicht irgendwie hoch. Gehen wir mal hier lang. Ach, okay, das macht Sinn. Dann kommen wir hier zu der Truhe. Und dann den anderen Weg entlang. Okay, sehr cool. Wieder einen neuen Gegner. Sogar zwei neue Gegner. Auch hier alles recht normal von den Werten.
So, das hätten wir geschafft. Wir haben die nächste Plauderei. Alter. あんたが私たちと一緒にいると、騎士団が追いついてきた時、また面倒なことになるんじゃないの？アレクセイとやり合う前にこっちで問題を起こしてたんじゃシャレになんないわよ。あの騎士のお姉さんね、一番の問題は。どうするつもりなのかしら。彼女は僕を理想化しすぎているんだ。世の中はいいものと悪いものに割り切れるべきだと思っている。 お前ならそういう世界を実現できると信じてんだろ。だけど現実はそう単純じゃない。そうだから早く気づいてほしい。彼女なら気づけるはずなんだ。きっと視野が狭くなってしまっているんじゃの。あ、そういう部分はリンゴ頭の方が分かってそうだよな。ユーリ、その言い方は彼に失礼だよ。ウィチルは アスピオで将来を有望視されている優秀な魔導士なんだから。ふーん、あいつがね。なんだ、知らなかったのか。別に興味なかったから。言われてみれば他の奴よりは的を射たことを言ってたような気はするわね。協力要請の後もずっと僕や騎士団に力を貸してくれている。真面目で熱心な子だよ。フレンは部下思いのいい隊長さんじゃな。 Gut, dann gehen wir jetzt noch hier lang. Natürlich auch die anderen Truhen mitnehmen. Sind ja nicht ohne Grund da. Da kommen wir ins Wasser, da würden wir zu der Truhe, dann könnte ich hier noch nach rechts. Okay, ich merke schon, es ist doch alles ein bisschen größer als gedacht. Ich versuche jetzt nicht zwangsweise jeden Kampf mitzunehmen. Ich werde erstmal schauen, was der Weg hier mir gebracht hätte. Okay, er hätte mich auch nur hier rüber gebracht und da komme ich aber auch hoch, ne? Genau, weil da kommen wir zur anderen Truhe. Na gut. So, ein Gegner lasse ich auch mal stehen. Dunamis, eine Waffe für Judy. Das Geräusch ist irgendwie komisch, wenn er hier schwimmt. Beziehungsweise, wenn er im Wasser ist. So, dann gehen wir jetzt hier lang, holen die andere Truhe. Aber wir brauchen uns ja auch nicht abhetzen. Ich meine, Fero kümmert sich ja um hier um Alexei. Da können wir uns um schön Zeit lassen und uns das Dungeon genüssig anschauen. Ich bin gespannt, wie groß es ist, weil wir sind jetzt immer noch auf der ersten Ebene. Und ich glaube, auch die haben wir noch nicht mal wirklich zu Ende untersucht. Wir sind ja aktuell noch dabei. Und haben jetzt erst das Rätsel, die Aufgabe des Dungeons verstanden, mit dem Wasserstand spielen. Wird noch sehr interessant hier. Aber es ist auch schön zu sehen, dass sie sich, dass sich Entwickler immer haben was Neues einfallen lassen. Und wirklich jedes Dungeon auf seine Art einzigartig ist. Oh, ich habe ihn sogar noch. Überraschungsangriff? Ja, Vorteilsbegegnung, tut mir leid. Wir haben ja ordentliche Heilung. Gegner machen ja ganz guten Schaden. Jetzt nicht übermäßig viel, aber auch wirklich schwach sind sie nicht. Also wir sind anscheinend vom Equipment und vom Level her ganz gut dabei, würde ich behaupten. Es fühlt sich hier sehr, sehr gut an. Ich fühle mich jetzt auch nicht zu stark. Ich sag mal so, es ist ein gesundes Balancing, das wir hier haben. Gegner geben aber gut Geld. Ey, wir haben die nächste Plauderei. Alter, das ist so viel Gelaber hier. Okay, das war die unnötigste Kiste. Nächste Plauderei. ヨーデルはフレンの心の内を分かっていたんですね。殿下自らに背中を押してもらったんじゃ頑張らないわけにいかないわね。ええ、必ずお役に立ちますよ。しかし俺たちと一緒にアレクセイを止めることを命じるなんて、あの天然殿下 単なるお人よしかと思ってたが、見るとかちゃんと見てんだな。世の中善意や理想だけで通用しないけど、あんな粋なことできるなんて
皇帝として期待持てるわ。まあ、そうじゃなきゃ困るってもんだ。対局を見る目や人を使う能力、そして善意、両方を兼ね備えた人なんてそうはいないからね。大丈夫です、ヨーデルならきっと。ともかくヨーデルから連れてけって言ったんだ。好機使うから覚悟しとけよ。ああ、殿下のご好意でいただいた機会を無駄にはしない。よし、行くぞ。 Gut. Ja, die Folge neigt sich so langsam dem Ende. Dementsprechend werde ich jetzt einfach wieder zurückgehen und zum Speicherpunkt zurück. Und die Folge hier an der Stelle jetzt auch beenden. So, wir haben das Dungeon gefunden. Wir wissen auch... Oh wow, ich dachte, ich komme da vorbei. Wir wissen jetzt auch, wie das Dungeon so weit funktioniert. Mal schauen, ob sich da noch irgendetwas ändern wird. Okay, wir haben gut Damage gefressen. Oh, sehr gut. Der Gegner da hinten geht nicht auf SL, das heißt, er kann jetzt heilen. Sehr schön. Haben wir jetzt wieder volles Leben. So einfach geht's. Ja, komm, du müsstest aber auch langsam mal down sein. 3000 Gold pro Kampf. Das ist echt, echt gut. Ja, beim nächsten Mal werden wir hier in dem Dungeon auf jeden Fall weitermachen. Ist ja ganz klar, müssen wir auch. Haben wir keine große Wahl, um die Story weiterzuspielen. Und dann wird es hier weitergehen. Hier auf der Seite, beim nächsten Stein. Bin ich aber gespannt, wenn ich den abschieße, was es mir bringt überhaupt. Aber gut, wird es einen Grund haben, dass er da ist. Dann gehen wir jetzt raus zum Speicherpunkt. Alter, die Treppen hier zu nehmen ist auch schwierig. Wow, ich war zu langsam. Aber wir haben die nächste Plauderei. Also, die Plaudereien haben sie hier nicht gespart an der Stelle. Wir haben da eine Magierin da hinten. Darf ich jetzt auch nicht vergessen gleich. Ah, wir haben Estelle nicht dabei. Das heißt, wir müssen ein bisschen aufpassen. Ah, ich bin noch reingelaufen, ne? Auch verdammt schuld. Abwehren. Man muss jetzt ein bisschen aufpassen. Aber gut, ich habe denen ja Items gerade mal erlaubt. Die nächsten Items. Okay, also ohne Estelle ist es hier ein ganz anderes Kaliber. Auf jeden Fall. Also ich muss jetzt schon mehrfach Items hier gerade zulassen. Gut, ich kämpfe jetzt auch nicht besonders gut, ne? Das muss man natürlich auch sehen. Trotzdem krass, ey. Okay, das sollte nicht mehr passieren. Wenn wir überleben wollen. Komm ich hier raus? Ja. Ja, wir haben echt eine Plauderei nochmal. Es geht hier draußen auch noch, ja. Nani, kono shikake? Mendokusai. Umi no soko no konna kyuden ni dou shite shikake nante? Oo ni shite shinryusha taisaku tte toko daro? シャイコ水石にも似たようなのがあったし、選ばれた証を持った者だけが入れるってやつね。手順を知る者だけが入れるってことです？そういうこと。まあ、ちょい頭ひねりゃ解けるだろ。じゃあなんで今解けてないの？頭ひねるのはカロル先生の専門だろ。いつそんなの決まったの？たった今。ほら早く、頑張れ。そんな。Gut, zum Speicherpunkt. Man hätte hier vielleicht auch einen Heilspeicherpunkt machen können. Verstehe jetzt nicht, warum das hier auch ein normaler ist. Aber, ja, gut. Ist halt so. Ja, ich beende hier die Folge. Beim nächsten Mal machen wir hier in Zaude weiter. Und, ja, werden das Dungeon weiter erkunden. Das war's soweit von mir. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!